Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Nun ja. Also als Vorbild hat er versagt. Unglaublich versagt. Sonst wäre sie nicht auf dieser Insel hier. Okay. Wir laufen weiter, wir gucken, wir untersuchen. Vogel! Oh, kleiner Piepmatz. In den Allerwertesten. Okay, wir sehen, wir haben hier auch eine Menge zu sammeln. Der Hubschrauber. Ich sag euch, wir haben es nie leicht. Und Lara auch nicht. Was haben wir jetzt hier gefunden? Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Ich bin immer nervös, wenn sie sofort immer hier den Pfeil und Bogen zieht. So, erstmal kümmere ich mich um... Was ist das denn hier? Halluzinogene Pilze, oder wie heißt das hier? Ist alles okay da drin? Aber wir konnten neben der Kiste gelandet hier scheinbar. Ja, was soll ich erzählen? Also ich laufe hier rum, ich gucke mir die Absturzstelle mal ein bisschen genauer an. Wie auch alles andere drumrum. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich finde, man findet ganz schön viele dieser Kisten rumstehen. Das ist wirklich auffällig viel. Ja, komm. Wollen wir uns mal nicht so lange hier mit... ne? Wir gehen weiter. Warum wird mir hier Überlebensinstinkte angezeigt? Nein, es ist zu dunkel. Wir könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abfahren. Toll, verdammte Welt. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Okay, das sind jetzt nicht wenige Leute. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen zwischen aus der Entfernung draufballern oder wirklich versuchen, mal da durchzuschleichen und die Jungs einfach so der Reihe nach irgendwie wegzuklatschen. Hm. Ah, der steht jetzt allein und ich behaupte einfach mal, die Wölfe würden so oder so kommen, ne?
Okay, müssen wir nur auf die Taschenlampen achten. Naja, oder die Wölfe. Ich breche mir gerade die Finger auf der Tastatur. Mit Schleichen, E. Und dann auf Q drücken. Die Q drücken. Okay, ich habe da hinten jetzt die Wand gesehen. Da möchte ich noch nicht hin zum Hochklettern. Ich würde mich jetzt hier eher erstmal wirklich mehr durch den Wald pirschen. Und den einen oder anderen von diesen Käse-Yogis noch mitnehmen. Schon wieder an die Luft anzuhalten. Was? Moment. Da stand gerade ein E. Ach, hier ein Pilz. Was? Ich drücke immer die falsche Taste hier. Ich drücke immer Shift anstatt STRG. Okay. Ich müsste hier noch ein bisschen weiter. Und das mache ich auch. Was gefunden? Nein. Nein. Wir müssen weiter suchen. Okay, ich sehe spontan noch 5 Leute. Was gefunden? Oben finden wir niemanden. Im Wasser! Im Wasser haben die mich jetzt... Ja, gesehen haben sie mich nicht, sonst hätten sie ja Alarm ausgelöst. Was gefunden? Nein. Nein, wir müssen weiter. Neues Lager entdeckt. Jagdhütte. Was gefunden? Nein. Nein. Wir müssen weiter suchen. Oh, ein geheimes Grab in der Nähe. Sind die so mächtig unauffällig. Kriegt man auch gar nicht mit, wenn ein so Kopf so ein Pfeil da vorbei. Okay, das mit dem geheimen Grab finde ich gut. Das würde ich sehr gerne mitnehmen. Vermutlich hier. Was ist das? Am Leuchten. Mal die Vorsicht mal kurz. Konzentration, immer weitergehen. Und mich macht nervös, dass sich jetzt zwar schleicht, aber sich immer nur selbstständig duckt, wenn man in Richtung Gebüsch kommt. Ja schon irgendwie ein Arsch, ne? So aus dem Hinterhalt in den Pfeil in den Kopf schießen. Also ist schon ein bisschen makaber, ist es schon, muss ich jetzt ehrlich sagen. So, dann haben wir da noch 1, 2 Leute, 3 Leute sehe ich noch.
Wisst ihr was? Die hole ich mir alle. Lebt er etwa noch? Also ich find's fies, auch wenn das böse, böse Leute sein sollen, angeblich, ne? Stellt euch das mal wirklich vor. Hey, ihr erschreckt euch, weil hinter euch irgendwo so ein Pfeil einschlägt. Oh, da immer mehr. Hast du Rudi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder, was hast du gesehen? Also, was immer die sind, was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich geh nicht mehr hin, selbst wenn Vater Matthias es gespielt. Verdammt. Okay, direkt drei, das ist mir ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall mit Pfeil und Bogen, aber ich muss hier die Gegend ja wahrscheinlich auch leer machen, damit ich hier alles ausplündern kann. Drei Leute, die kriege ich so schnell nicht ausgeschaltet. Zwei schaffe ich. Oh, okay. Oh. Au. Verkackt. Wo stehe ich hier? Alles klar. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abwarten. Toll, verdammte Felsen. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Alles klar, man muss also nochmal komplett neu durch. Man muss die also alle erwischen. Ich meine, ich habe sie gerade auch erwischt, aber... Na gut. Oder meine Hervorgehensweise war falsch. Aber das checken wir jetzt einfach mal in aller Ruhe aus. Na, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich will auf jeden Fall das geheime Grab noch mitnehmen. Na, guck mal. Ich muss wohl irgendwie erstmal nach oben. Ach du Scheiße. Ich schätze mal, ich muss irgendwie erstmal da rauf, um da rüber zu kommen. Okay. Aber da hinten haben wir ja auch... Moment, dann mache ich jetzt anders. Dann gehe ich erstmal in Richtung dieser Höhle, die wir da vorhin hatten. Wo ich glaube, dass es das geheime Grab ist. Alleine schon wegen dem Speicherpunkt, den man dann ja auch da drin normalerweise einmal hat. Versuchen wir einfach mal.
So, ich glaube, wo war das? Über die Brücke rüber. Und dann links halten, ne? Ja. Deswegen hat sie im Wasser auch gesagt, wir haben da ein Lager entdeckt. Was gefunden? Hier oben finden wir niemanden. Im Wasser! Was gefunden? Nein. Wir müssen weiter suchen. Diese Anspannung. So mächtig unauffällig, wie die Leute hier einfach so umfallen, ja. Und der hier, der könnte uns gefährlich werden, wenn wir nachher hier wieder aus der Höhle rausstürmen. Sein Partner hier nicht liegen sehen. Dann brauchen wir ja noch nicht mal schleichen, um hier durchzulaufen, scheinbar. Okay, ich denke mal, irgendwie von hier aus kommt man dann entweder da hoch oder man soll hier runter. Aber das werden wir gleich noch sehen. Erstmal aber würde ich gerne jetzt hier in dieser Höhle mal schauen. Ja, vor allem, weil es auch immer so lustig klingelt. Komm, gehen wir einfach mal rein hier. Dann kriegen wir in dieser Episode wenigstens noch etwas zustande. Vielleicht. Gruselwusel. Ja, wie gesagt, ein Lagerfeuer. Wunderbar. Mit zwei Fähigkeitspunkten, die wir mittlerweile schon haben. Und ich glaube, unsere Wummen können wir auch noch ein bisschen aufwerten. Wir gucken einfach mal. Sollen wir mal nicht übertreiben. So, Knochensammler. Plünderung. Kartografie. Ausweichkonter. Ja, ich bin unglaublich schlecht in diesen Nahkampfszenarien. Ich würde sagen, ich nehme den hier auf jeden Fall jetzt erstmal mit. Mehr sammeln ist immer gut. Wir haben zwar in letzter Zeit wenig Tiere abgeschossen. Räusper, aber... Aha. 9 Fähigkeitsrang freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Das ist doch eine gute Sache. Was haben wir hier noch? Die Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Klick. Das kann hilfreich sein. Ja, das heißt, hilfreich ist eine schöne Sache, ne? Ja, wobei, jetzt habe ich so leichtfertig einfach so rumgedrückt, aber ich sag mal, auf diesem Level mittlerweile ist ja eigentlich, ich schätze mal, jedes Talent wirklich gut. Und wir kriegen sie sowieso alle, also. So, Pfeil und Bogen. Brandmunition. Ich bin ja so ein kleiner heimlicher Fan von den Dingern, weil das eine ziemlich interessante Nahkampfwaffe auch ist. Irgendwie, ne? Wobei, Moment mal, ich gucke jetzt einfach mal hier kurz auf meine... Ich frage mich gerade, warum stelle ich mich an? Ich nehme einfach alles.
So hoch sind die Kosten jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Und das sind so die Wummen, die ich auch in der Regel gerne und möglichst auch häufig benutze. So, da gibt es nichts mehr zu verstärken. Den haben wir verstärkt. Ja. Doch hier, da braucht man gar nicht gucken, was das ist. Wir nehmen es einfach. Was sollen wir sonst mit den Punkten machen, sage ich euch. Schallgedämpft. Ich weiß zwar nicht, ob ich mir das merken kann mit auf 2 drücken, aber das kann ja nicht schaden, ne? Schallgedämpfter Schuss. Kopfschuss, zack, mit Schleichen. Das könnte uns auch hier im Wald jetzt sehr zugutekommen, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, was uns auch erwartet, wenn wir gleich aus dieser Dingens hier wieder rauskommen, ne? So, Aufi, würde ich sagen, ne? Ha, da will sie schon gar nicht. Will sie nicht oder kann sie nicht oder. Soweit habe ich verstanden. Aber lass mich mal kurz gucken. Was? Okay, dann brauchte man diese Skillpunkte sogar scheinbar, um hier weiter zu. Oh. Sehr schöne Sache. Oh. Jetzt, ich verstehe genau. Ich glaube, ich habe auch jetzt geschnallt. Das war. Nein, Pfeil. Ich glaube, eigentlich sollte das so laufen. Ja, vorher anzünden, ne? Moment, ich mach mal. Ich glaube, das alleine bewirkt nicht besonders viel. Nee. Eins drücken zum Anzünden. Hätte ich zumindest jetzt schwören können, dass das so läuft. Auf der anderen Seite, aha. Ganz ehrlich, so richtig entschlüsselt habe ich das jetzt irgendwie immer noch nicht. Ich meine, scheinbar kann ich irgendwie, oder kann man irgendwie da oben noch dranhängen. Sollte man da hochkommen? Oder rüberschleudern oder ähnliches. Bringt ja nichts, wenn ich das Ding dann da rüber hau. Allerdings hier oben haben wir auch noch sowas. Ich versuche einfach mal kurz die Dinger da alle zu entzünden. So, hier ist einer. Da oben ist einer. Ich schieße einfach mal einen Brandpfeil da drauf und gucke, was passiert. Okay, überhaupt nicht. Oh, okay. Okay, Moment, da oben.
Okay, man kann scheinbar dann darüber springen. Aber ich sehe es immer noch nicht so richtig. Okay, hier ist es nicht. Gas ist giftig. Hoppala. So. Springen. Ja. Ups, mit E. Wie soll ich das von hier aus? Okay. Verdammt. Warum klettert sie nicht nach unten? Blöde Kuh. Okay. Irgendwie muss ich also da oben. Klappt das? Es funktioniert. Wunderbar. Das heißt, ich könnte das Rätsel dieses Grabes eventuell schon gelöst haben. Außer natürlich, das geht danach noch weiter. Zack, und wir hängen hier. Haben wir gut hingekriegt. So. Oder wer weiß, vielleicht ist das ja erst hier der Zugang zu dem eigentlichen Grab. nein, da ist eine Kiste. Schön. Heiligtum der Sturmwache gemeistert. Schön. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hatten wir auch gerade noch was dabei für unsere Wumme, also unsere Waffe oder so. Ja, die Kiste glitzert noch, die wird hier immer noch angezeigt, aber in Wirklichkeit, wir können leider nicht noch mehr daraus klauen. Komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Das ist die nächste Frage. Meisterhafter Sprung. Hui! Und wieder hinab. So, jetzt gucken wir mal nach den Upgrades. Ja. Dann fehlen uns wohl noch ein paar Teilchen. Ah, okay, war auch kein schweres Grab. So, dann schauen wir mal da weiter. Wenigstens haben wir das jetzt hingekriegt. Und abgespeichert ist ja jetzt mit dem Lagerfeuer auch. Hoffe ich zumindest. Die Frage, die mich brennend interessiert, natürlich,